und vor allen Dingen auch die anderen Orgeln, die zu diesem Kulturkreis gehören, die völlig von Gott verlassen, ich kann das Wort nicht anders ausdrücken, auch wenn sie in der Kirche stehen, denn niemand hat sich um sie gekümmert. Ja, es sollte mir nicht übel genommen werden, dieses Wort, aber es Bestimmt stimmt nicht. wirklich. Ja. Und so habe ich dann den langsamen Entschluss weiterlaufen lassen, zunächst da zu bleiben, mich diesen Orgeln zu widmen. Ich war völlig unabhängig, ich hatte keine Familie, ich kam mit sehr wenig Geld aus und konnte so auch meine zweite Lehre durchführen. Das war das Zusammenleben mit diesen historischen Orgeln, die eben diese Botschaft mit sich tragen. Die gehört ja zur Musik auch dazu. Das ist ein Paar, das dort zusammenlebt. Die historische Musik, aber aufgeführt auf diesen Instrumenten, die sie wirklich dann auch ausdrücken können. Die Orgel in Campos gehört ja auch dazu. Die ist in späteren Jahren von uns in zwei Abschnitten restauriert worden. Bis dahin hatte ich schon diesen Erfahrungsbereich, der auch nie zu Ende geht, natürlich schon erfasst mit den historischen Orgeln auf Mallorca. Ich hatte verschiedene restauriert. Restaurieren heißt, mit ihnen zusammen zu leben. Man fühlt sich dort zu Hause, man fühlt sich sehr verantwortlich. Um Mitternacht, wenn die Orgel noch nicht fertig ist, die Arbeit noch nicht fertig. Hat ja auch Man was sehr Körperliches. ja, dieses Gefühl kommt, wenn man sich wirklich damit hineingelebt hat. Dann kommt es, aber es kommt aber auch manchmal das Gefühl, so spät nachts, man ist ganz allein in der Kirche, arbeitet noch, denn die Arbeit wird ja nie fertig. Es gibt so viele Details und so viele Entscheidungen zu treffen und so viele Einzelheiten. Und man spürt irgendwann, als wenn da jemand einem über die Schulter guckt. Ja? Jetzt bekomme ich Ich Gänsehaut. habe mich nie umgedreht. Aber ich glaube, irgendetwas von dem Geist dieser Meister ist dann noch in der Nähe, in ihrem Instrument zu Hause. Und das ist auch diese Verantwortung, man das spürt dabei.